Ja, alter Falter, und dann geht es schon direkt wieder ab hier. Zack. Jawolski, Leute, ich muss es mal wieder probieren. Ich muss es mal wieder probieren hier am Bärensee. Und ich hatte da so viele Goldschleien wieder gesehen und hab mir gedacht, alter Falter, ey. So viel Goldschleien, alles schön auf Sahne und was nicht alles. Boah, Alter, der geht aber hart in die Bremse, ey. Mach mich mal nicht nackig. Zack, Schuppi. Alter. Oh, der hat Bock. Oh, der hat Bock. Ich bin hier auf 44,50, wie vielleicht schon gesehen. Und wie vielleicht auch gesehen und vielleicht auch gehört. Ich hoffe, das ist alles irgendwie im Rahmen und es ist nicht alles irgendwie mega räudig. Ich musste mein gesamtes Streaming-Setup komplett umbauen. Alles nochmal verändern, anders aufgebaut und zusammengestellt. Ich hoffe, das passt alles vom Sound. Und ja, mit der Cam bin ich auch noch nicht so ganz hundertprozentig zufrieden. Da muss ich erstmal noch irgendwie den Greenscreen komplett umnageln, umhängen. Das kann ich aber heute Nacht nicht mehr machen. Also, von daher hänge ich jetzt gerade so ein bisschen hier in der Ecke. Aber das läuft schon. Irgendwie wird das schon. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir hier haben. Ich habe dreierlei Sahne habe ich hier. Dreierlei Sahne habe ich hier heute mal dran. Dreierlei von der Sahne. Und, hui. Und das geht aber schon ganz gut ab, ey. Also Sahne, Kokossahne, dann mal Sahne und Pellets und so ein Gedöns. Gehen wir gleich nochmal schön drauf ein. Holen wir uns erstmal hier gleich den Brocken ran. Ich denke mal, das wird so was wie ein Amour sein hier, ne? So wie der abgeht. Setup schauen wir uns natürlich auch gleich an. Keine Sorge, wird alles nicht zu groß sein. Das hier sind wieder mal die Winkelpicker-Routen. Dementsprechend low ist das Ganze hier. Also schön entspannt. Auch alles für, na ich sag mal, Mid-Level-Angler. Ne? So ganz low-level. Das ist ja ab Level 18 hier das Gewässer. Von daher muss man da schon ein bisschen was aushalten. Hatte ich eigentlich noch? Ne, hatte ich nicht mehr. Oh, mal irgendwie einen gönnen, ey. Ein bisschen mehr Energy reinpumpen, Alten. So. Und dann geht das auch gleich wieder. So. Schön ziehen und ziehen und ziehen. Ich bin hier schön mit Fluoro Only dran. Wieder mal. Wie allzu oft. Wie allzu oft schön Fluoro-only. Macht aber auch Bock. Also ich weiß nicht wieso, aber irgendwie finde ich das schön für die Winkelpicker, mag ich das. Ich weiß gar nicht. Vielleicht hat das auch gar keinen Mehrwert. Und das ist einfach nur so eine Psychosache. Wie so vieles in dem Game, ne? So, Alter, komm, der andere wartet schon, ey. Komm ran hier. Mann, oh. Gerade frisch ausgeworfen, erster Fisch, zack, Giebel-Trophy. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, das Ding nehmen wir natürlich auch gerne mit. So, jetzt gehen wir mal schön hier hoch. Und langsam einkurbeln. So, jetzt hat er sich in meine Richtung gedreht. Das heißt, man hat unten an der Actionbar gesehen, dass sie deutlich geringer, also mehr in die Mitte gegangen ist. Das heißt, der Fisch hat sich irgendwie rumgedreht, weniger Widerstand geleistet und dann habe ich sofort jetzt hier Einholgeschwindigkeit erhöht, also schnelles Einkurbeln gemacht. Dass er genau in dem Moment, wenn er dann auch in meine Richtung hier guckt, gar keine Chance mehr hat, sich umzudrehen. Ah, jetzt versucht das nochmal. Jawohl, jetzt schon wieder guckt er mal in die Richtung. Und dann hat man eben auch viel leichter die Chance. Ne? Also wenn der Fisch dann schön in die Richtung guckt, wo er hin soll, dann lüppt er auch wieder hier. Sehr gut.
Ja, ich bin ganz gespannt, ey. Wir haben jetzt hier Samstagnacht auf Sonntag. Das heißt, Sonntagmorgen, jetzt kommt das Video gleich raus. Oder wenn, das, wenn ihr das seht, dann ist Sonntagmorgen, sagen wir mal so. Und ich habe jetzt die, Alter, ich habe jetzt hier die Tage, ich war ein bisschen raus aus dem Game sozusagen. Komplett irgendwie Kopfschmerzen, Nacken verspannt, was nicht alles. Bäm. Schöner weißer Amur, 8 Kilo, kann man mitnehmen. Und deswegen muss ich jetzt gerade erstmal gucken, wie so der Stand der Dinge ist. Ich sehe so Seesaiblinge hier im Ingame-Chat, hier im Feierabend-Chat, lüptet wieder wild, im Discord viele Infos dazu, wo wieder was lief und so. Ich muss erstmal gucken, was ich mache. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, guck's auch mal so in die ganz normalen Rekorde rein. Und da habe ich halt so viele Goldschleien gesehen, auch wieder schön auf Sahne. Und das wollte ich dann doch mal testen, ob da nicht irgendwo. Aber an der Stelle sieht es mir hier sehr, sehr amurig aus, ne? Auch da drüben. Zack. Auch hier auf der 1 gerade zuppelt das ja wild. Das ist auch wieder typisches Verhalten vom Amur. Gerade dieses heftige Reinballern aller. Und jetzt kommt gleich der Biss, oder? Nehmen wir den nochmal mit und dann gehen wir gleich mal hier schön. Dann gehen wir jetzt nochmal schön in die Details der Routen. Na, will er oder will er nicht? Sonst machen wir das mal eben. Wir sehen ja, wenn es anfängt zu flackern. Vielleicht hören wir es auch noch. Also, erstes Setup. Ich habe mir gedacht, komm alle, mach mal ein bisschen was anderes. Pop-up Method Feeder. Nö. 20 Gramm Blei, Pop-up, also Method Blei. Na, da ist ja hier schön unten Blei. Hier oben kommt die Futtermische rein. Und dann hängt hier so der Haken mit den Pop-up Kokossahne und Kokossahneweiß und Sahne. Also schön auf Sahne und hier ist eine ganz normale Schleimmische dran. Also das ist das erste Set. Und da ist tatsächlich sogar gerade was dran. Und er zuppelt hier immer noch auf A1, Alter. Nicht auszudenken, Alter. Oha. Oha, der hat auch direkt wieder Bock. Da gehen wir mal direkt hin. Gehen wir mal direkt hin. Na. Na, was haben wir denn da, Alter? Zack, kommt er hier angeschossen, ey. Huch, 4,8. Alter, hier ist aber Amur mal auf einem ganz anderen Level, wa? Das lübt aber hier. Ja, vom, zack, vom, na warte mal, das ist die 2, ne? Ja, das ist die 2. Vom gesamten Setup her bin ich hier, kann man auf die 3 jetzt hier, da ist nichts, bin ich hier mit der 15-Kilo-Schnur unterwegs. Guck mal, das ist wieder ab. Kannst du nicht ausdenken, Alter. Da hat er jetzt hier Ingame-Zeit, keine Ahnung, 2 Stunden rumgezuppelt und jetzt ist er ab. Katastrophe, ey. So. Genau, wo waren wir? Also, dann haben wir hier noch einmal, gehen wir nochmal auch auf die Route ein. Sahne, also süße Sahne Pop-Up, das ist hier ganz normale, das ganz normale Pop-Up-Rig, Sahneweiß und Sahne, kein PVA, einfach mal reingeballert und dann mal gucken, was da so geht. Einserhaken groß, 14,5 Kilo auf der Route, 14,9 auf der Route, 14,5 hat die Bremse, 15 Kilo, die Schnur, 22 das Vorfach. Und hier ist die Schwachstelle sozusagen 13,8, die Sollbruchstelle am Vorfach, was wir hier noch dran haben. Damit das Ganze nicht ganz so heftig ist für die Rute bzw. für die Bremse, gehen wir hier auf 13 Kilo quasi mit dem Vorfach. Wenn man hier mit einer Fortuna Feeder FD 420 zum Beispiel rumhantiert, da könnte man hier sogar einen 17,5er Vorfach verwenden. Deutlich angenehmer nochmal auf der Alpha. Aber auch das hier ist möglich. Ne? Auch so mit 13 Kilo. Da kann man hier schon mal hin.
Und guck mal, da bimmelt es hier auch nochmal. Method Feeder gerade rausgeworfen. Na, oder kein Gebimmel mehr. Das ist einfach zu heftig hier, ne? Vielleicht teste ich einfach gleich nochmal eine etwas andere Ecke hier. Im Moment hier, gucken wir gerade mal eben rein. Ja, vorhin der erste, jetzt vor 16 Minuten, habe ich gedacht, komm, machst du mal einen Stream an, machst du mal das Video an. Giebel Trophy, erster Fisch, ich habe gerade erst ausgeworfen, bam, sofort reingeballert. Übrigens hier auf dieses Setup, süße Sahne, Smart Boily, also als Pellet und dann Boily Sahne. 14er, 14er und 12er, relativ klein, habe ich mir gedacht, gehst du einmal klein ran. Guck mal, ist hier links und rechts, aller Kabinka, bam. Ballern sie jetzt schön rein hier. Ah, jetzt ist er dran. Auf dem kleinsten Setup sozusagen hier. Da war dann vorhin der Giebel und hier dann aber auch die kleineren Amure tatsächlich auf den kleinen Boilies. Ich glaube, ich packe das hier mal ein. Gehen wir gleich nochmal rum, 55, 33 und gucken, was da noch so geht. Nochmal das hier eben rausziehen. Was hier so rumzuppelt. Immer schön reinziehen lassen. Jetzt müsste abhauen, ne? Jetzt zieht er so rüber. Jawohl. Alter. Aber auch da direkt rein. Jawolski. Gar nicht so lang ziehen lassen. Tja. Amure? Grundsätzlich ja nicht schlecht, ne? Grundsätzlich ja nicht so verkehrt. Einfach mal schön auf Amur angeln. Wieder knapp 10 Kilo, ey. 9,5. Nehmen wir den auch nochmal rein. Also, wie gesagt, im Großen und Ganzen so nicht verkehrt. Rennen wir mal eben zum nächsten Spot. So, und hier angekommen an 55, 33 werfe ich einfach mal so ein bisschen entspannter hier mittig rein. 10 Meter jetzt hier geklebt, der letzte. Oh, da müssen wir ein bisschen weiter. Der letzte waren ja 21 Meter, hier an der Stelle jetzt 10 Meter geklippt. Also so richtig weit wollen wir hier nicht raus. Aber dadurch, dass ich ja hier vorne Futtermische verwende, beim Method Feeder klippe ich das Ganze hier natürlich auch, um hier eine etwas erhöhte Chance zu haben. Ah, und noch ein bisschen was anzulocken. Mir fällt gerade ein, ich könnte eigentlich auch noch ein bisschen was reinballern hier. Ganz normale Schleienmische. Nehmen wir die mal und ich peile jetzt hier vorne so das an. Die Seerosen. Ich hoffe, das reicht so mit 50%. Ne, muss ich ein bisschen mehr. Das sieht auch gut aus. So, 9. Eine war schon hier an der am Method Feeder dran. So, dann haben wir da jetzt ordentlich Schleimmische, ganz normale Standard-Schleimmische reingeballert. Ja, so auf 10 Meter raus. Und dann gucken wir mal, was da noch geht. Vielleicht ballert er ja gleich noch ein bisschen was rein. So, und ich habe mal eben den Spot gewechselt, nachdem hier auf 55, 33 einfach gar nichts ging. Zweimal kurze Fehlbisse hier auf, tatsächlich auf der Mitte, auf Method Feeder Pop-Up. Das war gar nicht so schlecht. Da habe ich mir gedacht, alles klar, da geht wohl was, auch mit der Futtermische. Dann habe ich auf 55, 33 nochmal probiert, nochmal weiter auszuwerfen in Richtung 27 Meter an diese Schilfkante. Auch nichts. Also, irgendwie ging da heute gar nichts. Das heißt, jetzt nochmal probieren hier auf 55, 63, 21 Meter hier vorne so schön an die Spitze sozusagen von dieser Schilfbank und ja, ich hoffe, dass da noch ein bisschen was geht. Warten wir es ab. Ach ja, so darf das natürlich gehen hier. Schön am Zuppeln, so darf das sein und so muss das auch sein, damit man ja auch so ein bisschen Spaß hat am Bärensee hier, Alter. Was haben wir denn da? Schuppi, wa? Ja. Kleiner Schuppi, auch wieder hier schön auf
Kuckucksahne. Ne, was ist das? Sahne einfach nur, ne? Method Feeder Pop-Up Sahne. Ist schon irgendwie witzig. Eigentlich müsste man viel mehr mit diesen Method Feeder und solchen Sachen viel mehr rumhantieren und rumprobieren. Auch dieses hier, Hitch Stiff Rick und so Sachen. Guck mal, deine Barbe, Alter. Barbe ist aber auch nicht schlecht. Barbe ist aber auch nicht schlecht. Das schmeckt. Auf süße Sahne. Guck mal da, ey. Genießerbarbe. Ja, perfekt. So kann das gerne weitergehen, ey. Also bisher kann man sagen 44,50 und 55,63 mit Sahne. Das ist aber auch schon so durch eigentlich, ne? Die ganzen Sahne-Kombis. Deswegen, man muss auch mal einfach andere Montagen hier rumprobieren. Wie gesagt, hier einfach klassische Haarmontage mit, und da geht's auch schon los, gerade angesprochen, mit Pellet und Boily, dann Method Feeder und Pop-Up, wenn man es denn dann schon irgendwann alles kann. Aber ja, auch die ganz normale klassische Haarmontage, mit der man halt anfängt, bringt's. Mal kurz anschlagen und dann ran damit. Sehr gut, ey. Aber leider keine. Oh, oh, oh. Keine Goldschleie, aber schon mal hier die erste Schleie, ey. Das ist doch schon mal richtig gut. Das ist doch schon mal richtig gut. Kann ich vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr reinballern hier? Kommen wir da hin? Kommen wir hin. Ja, ein bisschen zurück. Und dann ballern wir die mal raus hier. So. Vielleicht kriegen wir echt noch ein paar Schleien angelockt. Ey, das wäre richtig geil. Gesagt, getan, frisch ausgeschmissen. Die Futtermische schon ballert und zack, auf Method Feeder auch direkt hinterher. Das ist natürlich geil. Und Zielfisch. Nicht ganz, aber fast. Wir wollen ja die goldene, aber immerhin schon mal wieder eine Schleie. Das ist doch schon mal top. Und hier Method Feeder. Bringt auch direkt noch wieder den nächsten Fisch. Also auch hier, wie gesagt, mit Mische lockt man gut an. Das ist top. Auch wenn es jetzt hier der Schuppi ist. Zack, da sind wir genau an dem Spot gelandet. Auf H3 geht es auch gerade los mit Pop-Up Rig. Ich überlege, ob ich hier die 1 noch mal ein bisschen weiter rauswerfe. War vielleicht ein bisschen knapp, ey. Na, und das geht sogar hier rein in die Bremse, das Gerät, ey. Schön. Sehr schön. Ach ja, immer wieder geil, auch mit so einem etwas kleineren Setup hier. Einfach schön entspannt am Bärensee zu angeln. Wie gesagt, wäre jetzt hier nochmal schön die goldene dabei, würde ich nicht nein sagen. Einfach nur fürs Fangbuch für mich. Warte mal, jetzt gucken wir hier gerade nochmal. Hier war süße Sahne, war jetzt hier, genau. Einfach nur fürs Fangbuch, weil ich sie ja schon gefangen habe, aber vorm Fangbuch, bevor es das gab. Nochmal schön die Goldschleie. Da wäre aber was. Oh, hauer, 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 ha. Schöne Schleie dann doch nochmal. Aber immer noch keine Goldschleie. Also, ich habe dann doch nochmal ein bisschen weiter durchgezogen und habe geguckt, ob da noch was geht oder ob da nichts geht. Es sind noch ein paar schöne Schleien reingegangen. Tja, anfangs natürlich ordentlich die Amur reingerasselt, im Großen und Ganzen jetzt nicht ganz eine Stunde, der war ja außerhalb der Wertung hier der erste, die Trophy, aber 133 in 53 Minuten, wobei hier ist ja auch schon lange nichts mehr reingegangen, Spiegelkarpfen, also rund 50 Minuten für 130 Silber ist okay.
Dazwischen mächtige Flaute an dem Spot. Man sieht es hier 20 Minuten lang Flaute. Da ging dann gar nichts an 55:33. Also, diese zwei Spots, die ich gerade getestet habe, kann man gut nochmal Kohle machen. Schön entspannt. Ihr seht das Durchschnittsgewicht. Schön entspannt, also auch mit kleinerem Setup. Gerne auch einfach Schleimmische mit reinballern. Kratsching, Alten. Und dann so langsam mal die Erfahrung hier machen am Bärensee, Alten. Schön auf Karpfen und Ähnliches. So, weiter geht's. Ich werde dann heute natürlich wieder ein bisschen Gas geben. Und wir starten natürlich auch in der nächsten Woche wieder mit Vollgas wieder durch. Montags, mittwochs und freitags auf Twitch ab 21 Uhr. Petri, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.